Können wir die zum Spielen haben? Wenn euch das glücklich macht. Wir tun so, als ob das Wasser ist. Ja, und wir sind Fische. Blub, 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 blub. Ich bin jetzt der Mama-Fisch und du bist mein Babyfisch. Okay. Blub, 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 blub. Der Anleitungshund sagt, wir sollen den Karton als Unterlage ausbreiten. Ich nehme keine Anweisungen von einem Anleitungshund an. Blub, 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 blub. Oh, guck mal, da ist das Ufer. Ja, und wir sind jetzt Frösche. Ja, Froschhunde. Froschhunde. Quack. Aber du bist trotzdem noch mein Babyfroschhund, in Ordnung? Nein. Wir tun so, als ob ich ein Froschhund-Kleinkind bin. Oh, okay. Quack, quack. Quack, quack. Muss die glänzende Seite nicht nach oben zeigen? Ich glaube, das ist egal. Das glaube ich nicht. Quack, 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 quack. Oh, guck mal, das sind jetzt unsere Schwänzchen. Ja, und wir sind Eidechsen. Eidechsen machen das hier. Yelp, yelp, yelp. Oh, Rodney, mein Schätzchen, du bist so weich. Es ist ein Haustierstein. Was? Er hat es gerade eben dort aufgehoben. Tja, keine Sorge. Snickers ist schwerer als so ein Haustierstein. Hab ich recht? Ich denke schon. Komm schnell, Snickers. Okay. Oh. Wir schaffen es, wir schaffen es. Oh, Rodney, sieh mal, du kannst einen eigenen Haustierstein haben. Was? Sein Haustierstein hat einen Haustierstein. Das ist ungeheuerlich. Runter jetzt von unserer Wippe. Sofort! Warum sollte ich von meiner Wippe runtergehen? Was machen wir denn nur? Es gibt keine Kinder mehr. Oh doch, die gibt es. Und, wie geht es deinem Vater? Papa! Na ja, was soll ich sagen? Wir brauchen dich! Aber ich komme! Es ist schneller, Pompom! Ich bin da! Pompom, komm schnell hoch zu uns! Okay. Wie soll ich das schaffen? Ich bin oben! Ja! Hat jemand meine Sonnenbrille gesehen? Okay, Kinder, das geht eindeutig zu weit. Wir sollen doch beweisen, dass er besonders ist. Chili! Oh, komm her, mein Schatzilein. Puppe, kannst du bitte helfen, hä? Wie geht's meinem süßen Affenmann? Hey, Mann, das ist meine Frau. Nein, nicht mehr. Mom hat Mr. Monkey Jocks geheiratet. Was? Wann ist das passiert? Ich wollte es dir ja noch erzählen. Du hast mich für einen Affen verlassen? Es tut mir leid, Schatz. Er hat einfach etwas ganz Besonderes an sich. Toll, und was soll ich jetzt tun? Oh, was sagst du? Oh ja, gute Idee. Du darfst ein Affenbutler sein. Was? Eigentlich würde ich das gern sein. Wie darf ich Ihnen dienen, mein Herr? Ja, mein Herr, mache ich sofort. Das werdet ihr vermutlich bereuen. Hey, was ist denn hier los? Mr. Monkey Jocks möchte keine Knochen auf seinem Bettzeug haben. Er will Bananen. Sein Bettzeug? Das ist nicht sein Bettzeug. Wagen! Ich gehe zu Gang 300. Okay, wir gehen in die Gartenabteilung. Kommt schon, Kinder. Oh, Bingo, das hier können unsere Häuser sein. Ja, das hier ist mein Garten und das ist deiner. Ja. Oh. Hey, Bingo, in meinem Garten wächst schon was. Ja, in meinem auch. Ja, von denen kann man nicht genug haben. Du kannst mein Ehemann sein. Hey, unfair, ich will auch einen Ehemann haben. Ja, ja, hier, bitte. Genau wie Bingo. Hallo, Ehemann. Hallo, mein Name ist Hubert. Oh, grüß dich, Hubert. Mein Name ist Gerald. Ich mache heute schöne Gartenarbeit. Buddy, 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 buddy. Hey, buddy. Gerald hat aber keinen Spaten. Mom, Bingos Ehemann ist viel besser als meiner. Sei doch einfach glücklich mit dem, was du hast, okay? Wie kann ich denn bitte schön glücklich sein, wenn ihr es viel besser ist als meins? Bluey, willst du Fruchtkringel? Ja, du willst Fruchtkringel. Fruchtkringel schwer! Hä? Ich sagte Fruchtkringel schwer! Oh, 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 was ist denn jetzt los? Das sind aber schwere Fruchtkringel. Sind wohl viele Ballaststoffe drin. Oh, das geht anders. Schwer! Schwer! Was ist denn nur los? Du, 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 du. Ja. Hä? Schwer. Ah! Oh, das ist komisch. Oh, die ist schwer. Mom, muss ich wirklich unbedingt meine Zähne putzen? Ja. Na schön. Bluey, wo hast du denn die Einladungskarte hingelegt? Ich brauch die Adresse. Schwupp. Oh, da ist sie. Ich heb sie schwer. Mal an. Oh.
sind es vielleicht einfach nur Schuppen. Nicht bewegen. Louis, also vielleicht könnten wir auch, Ich habe gar kein großes Haus. Komm schon, Bingo, das ist ein echter Notfall. Ich wohne noch bei Mutti. Wir könnten... Oh ja, die Dusche. Was soll ich denn jetzt genau machen? Wasser anstellen. Okay. Ich mache es schön warm. Nein, es muss unbedingt, Es muss unbedingt eine kalte Dusche sein. Ja. Was? Läuse hassen kaltes Wasser. Aber... Machen Sie's. Naja, Sie sind ja hier die Experten. Okay, Kinder, das war's für die Läuse. Da sind bestimmt noch welche. Erledigen Sie! Da ist eine! Und dann auch eine! Die sind alle an seinem Hintern. Oh, schöner Unterschlupf, Bingo. Danke. Ich sammle ein paar Muscheln. Es gibt Muscheln, die Pipi machen. Bluey! Oh, Mann. Ich muss vom Schiff gefallen sein. Was ist das, Bingo? Ein Erwachsener. Wir können ihn essen. Au! Hör auf! Keine Angst, wir sind freundlich. Ich nicht. Au! Bluey, hör doch mal auf zu beißen. Erwachsene haben auf unserer Insel überhaupt nichts zu suchen. Oh, bitte. Ich will nur zurück zu meinem Schiff. Du darfst bei uns bleiben, bis dein Schiff wieder zurückkommt. Oder bis ich sehr großen Hunger habe. Ich muss zugeben, hier sieht es echt gemütlich aus. Was gibt's zum Frühstück? Hör zu, Erwachsener. Wenn du bei uns bleiben möchtest, dann musst du arbeiten. Auf, hopp, hopp. Oh Mann, die zocken mich ab. Guck, so sammeln wir unser Essen. Eine Frucht. Ah, ist ja einfach. Früchte. Na schön, einen Film gucken. Welchen Knopf muss ich jetzt drücken? Ah, Bruni, ich muss mich hier konzentrieren, Schätzchen. Oh, geh mal zur Seite. Ah! Mami, Grüni hat mich geschubst. Grüni, was ist denn nur in dich gefahren? Also, jeder behält seine Patschehändchen bei sich. Hehe, Grüni ist ein Kissenkopf. Windstoß, in meinem Haus wird aber niemand Kissenkopf genannt. Gute Erziehung. Knall. Mama, Grüni hat mich gehauen. Tja, das war ja irgendwie zu erwarten. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Ja. Grüni, Schätzchen, komm endlich darunter. Ich denke, diese Kinder brauchen ein bisschen Bewegung. Wie wäre es, wenn sich alle Kinder eine schöne Runde in unserem Schwimmbad austoben könnten? Ja! Kommt mit, Kinderlein! Ha! Da! Komm sofort zurück und putz dir deine Zähne, junge Dame! Kommt schon, kommt schon! Zum Schwimmbad geht es hier entlang. Hi, Muffin. Tut mir leid, dass ich nicht aufhören kann, am Daumen zu nuckeln. Ist schon okay, Muffin. Ich muss den Kragen jetzt bestimmt für immer anziehen. Tja, dann suchen wir uns einfach ein Spiel aus, was mit dem Kragen funktioniert. Wirklich? Ja. Danke, Bluey. Kann man den nicht einfach runterbiegen? Oh, ja. Tante Trixie hat das Runterbiegen ja gar nicht verboten. Okay. Ja! Du siehst aus wie eine Frau bei der Hochzeit. Oder ein Verkehrshütchen. Oder eine Ballerina. Wie toll. Lasst uns Hochzeitsfrau, Verkehrshütchen und Ballerina spielen. Ja! Entschuldige, Trixie, ich... Was ist denn mit den Chips passiert? Oh, Trixie! Ich denke, ich sollte Muffin den Kragen abnehmen. Wir werden verheiratet, wir werden verheiratet, wir werden verheiratet! Tschup, 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 landen. Das hier ist ein Hubschrauber. Oh, okay. Darf ich ihn fliegen? Nein, ich bin der Pilot. Oh, okay. Kannst du mich zu meinem Dad nach Hause bringen? Nein. Ich sage, wohin wir fliegen und was wir machen. Aber du kannst der Passagier sein. Okay. Bereit für den Abflug? Chup, chup, chup. Chup, 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 chup. Mir ist ein bisschen langweilig. Ich gehe jetzt mal lieber. Ein Winken! Du kannst doch nicht einfach mitten im Flug aus einem Hubschrauber aussteigen. Oh, Entschuldigung. Habe ich vergessen. Ah, du fällst runter. Was machen wir jetzt nur? Flieg schnell zu dem Haus von meinem Dad. Er hat einen Pool. Oh ja, da kann ich dich reinfallen lassen. Wo wohnt er denn? Ich weiß es nicht. Winton. Ich weiß nur, dass er nicht bei meiner Mom wohnt. Gut, dann suche ich einfach seinen Pool. Er hat eine flache Seite und eine ganz tiefe Seite.
Auf der tiefen Seite kann man gut auf dem Rücken schwimmen. Und mögen Sie meinen Dad? Ein Croissant, bitte. Und ja, ich mag deinen Dad. Gut. Weil er dich auch sehr gern mag. Und wir haben leider keine Croissants mehr. Bingo, sicher, dass du nicht viel lieber Kaffee spielen willst? Nein, danke. Okay. Das ist Sojamilch. Und Winnie hat einen richtig echten Ameisenigel gesehen. Wow. Ja, das habe ich auch gesagt. Und wie geht's Winnies Dad? Oh, keine Ahnung. Ich konnte heute Morgen nicht viel mit ihm reden. Oh, das ist ja schade. Sind wir denn jetzt schon bereit, dass wir mit den beiden zusammen frühstücken können? Na ja, jetzt noch nicht. Aber bald. Kommt Bingo auch mit? Nein, sie schläft noch. Oh, okay. Tja, dann eben nur wir. Komm schon. Wir werden heute ganz ekelhafte und widerliche Smoothies für dich und Fido machen. Tja, dann essen wir den ganzen Lebkuchen auf und rennen weg, ohne zu zahlen. Oh, sie sind nicht da. Tja, wahrscheinlich kommen sie nicht jeden Morgen her. Familienberatung. Wir können keine großen Fische werden. Ja, diese Margaret gefällt mir überhaupt gar nicht. Sie ist eine ganz gemeine alte Wassermelone. Ja. Ich will Karen zurück. Wie wäre es, wenn wir uns weigern zu machen, was sie sagt? Ja, wenn wir zusammenhalten, was will sie dann machen? Was meinst du, Mirrifinder? Mirrifinder? Und dann haben sie gesagt, dass sie überhaupt nicht auf sie hören wollen. Und dass sie Karen zurückhaben wollen. Ausgezeichnet gepetzt, Schätzchen. Na? Ungezogenheit wird bestraft. Mirrifinder, hast du uns etwa verpetzt? Das ist erlaubt. Genau so ist es. Du bist jetzt ein großer Fisch. Was? Okay, aber sie hat sie eine gemeine alte Wassermelone genannt. Du hast was? Du hast auch versagt. Sharon, komm zu mir. Dafür bist du jetzt ein großer Fisch. Aber Sharon hat beim Versteckspielen geschummelt. Was? Das habe ich gar nicht. Oh! Versagt.